Die Freiwillige Feuerwehr in Hagenow begrüßte am 20. Mai den Innenminister Lorenz Cafier. Er überreichte dem Bürgermeister Thomas Möller persönlich den Bewilligungsbescheid für ein neues Löschfahrzeug. Dieser umfasst einen Zuschuss von rund einem Drittel der Kosten. Na, ich glaube, die Freiwillige Feuerwehr erfüllt zum einen Kernaufgaben der Daseinsvorsorge in den Regionen und zum anderen ist in vielen Gemeinden auch so der dörfliche Mittelpunkt, da spielt sich das gemeindliche Leben ab und für mich ist halt auch ganz wichtig, dass gerade die Freiwillige Feuerwehr auch eine Wertevermittlung vornimmt. Seit 1993 war das alte Löschgruppenfahrzeug kreisübergreifend im Dienst. Nach etwa 2700 Einsätzen steht jetzt der Austausch an. Die Landesregierung unterstützt die Kommunen bei der Finanzierung von Einsatzfahrzeugen für Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben. Die nach der Wende angeschaffte Technik gilt heute schon als veraltet und muss ersetzt werden.